Hallo, hier ist der Ralf von Jordeland, diesmal außerhalb von unserer Jorde, schön im Schneetreibe. Und die Gelegenheit möchte ich einfach nutzen, euch kurz zu erzählen, wie gehe ich eigentlich mit meiner Jorde im Schnee um. Das werden wir relativ häufig gefragt, nicht nur von Leuten, die jetzt einfach ins Zeltlager fahren im Winter, ins Winterlager, sondern auch von Leuten, die einfach die Jorde gern dauerhaft stehen lassen möchten. Und da ist unser wichtigster Kritikpunkt einfach, was mache ich mit Schneelast auf dem Dach. Hier, das ist jetzt die 5 Meter Jorde mit einem relativ steilen Dach, die verträgt erstmal lockeren Schnee relativ gut. Auch die 6 Meter Jorde, wenn sie ordentlich aufgespannt ist, kann schon mal relativ viel Schneelast abhalten. Das heißt, wenn da 20 cm Neuschnee drauf kommen, dann ist das erstmal das Problem. Die Schwierigkeiten fangen dann an, wenn der Schnee nass wird, also entweder wenn es taut und der Schnee wird schwer und er rutscht an einzelnen Stellen zusammen oder das Tauwasser läuft nachher zusammen, dann kann es das Jorddach eindrücken. Oder wenn auf diesen Schnee, auf den lockeren Schnee, wenn es da einfach noch drauf regnet, dann drückt es die Last des Jorddachs schnell so flach zusammen, dass sich einfach an mancher Stelle das Regenwasser, das Tauwasser, der Schnee alles sammelt. Und das wird dann richtig schwer und das hält die Jorde nicht aus. Deswegen ist eigentlich wichtig, dass ihr euch darum kümmert, dass so viel Schnee, auch wenn er über Nacht draufgefallen ist, dass er einfach wieder runterkommt vom Dach. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe hin und mache ein Feuer drin. Wobei, wenn es dann taut, muss ich eben genau darauf achten, dass es mir nirgends zusammenläuft, dass ich nirgendwo Schnee und Wasser staue und dort verstärkt Last dann draufkommt. Oder ich gehe hin und räume erstmal das Grobe mit einem Besen runter. Das geht ganz gut mit dem langen Besenstiel. Da kann ich fast bis Mitte aufs Dach dann drauflange und diesen Schnee dann auch runterschiebe. Das mache ich einmal ringsrum und dann ist das meiste unten. Und die Jorde kann wieder frisch beschneit werden oder ich mache dann ein Feuer drin und lasse den Rest dann einfach abtauen. So gesehen könnt ihr also gern mit eurer Jorde in den Winter gehen. Es ist eigentlich sehr schön, wenn draußen der Schnee liegt und ich drinnen ein Feuer habe. Sehr gemütlich, da kann man es gut aushalten drin. Aber achtet ein bisschen auf die Schneelast. Wie gesagt, wenn ihr im Winterlager seid, ist eigentlich gar keine Frage, weil da seid ihr einfach drin und habt immer wieder ein Feuer im Zelt, sodass der Schnee auch schmilzt. Da muss ich höchstens nachts aufpassen, wenn ich das Feuer ausgehen lasse und es gibt nachts einen großen Schneefall, dass ich morgens einfach, bevor ich anfeuere, noch mal kurz den Schnee runter mache oder spätestens nachdem ich merke, dass mir die ganze Suppe sich irgendwo auf dem Dach dann staut, die dort zusammenkommt. Schwieriger ist, wenn ihr die Jorde hinter dem Haus habt, so wie mir hier, und ihr geht 14 Tage in Urlaub. Dann ist natürlich so ein bisschen Wabonspiel, wenn es in den 14 Tagen ein dicker, fetter Schneefall gibt. Dann brauche ich entweder jemanden, der sich um die Jorde kümmert und einfach da ist, vor Ort ist und das einfach beurteilt. Ist zu viel Schnee drauf, mache ich es runter oder kann ich es ganz normal abtauen lassen. Oder ihr müsst halt einfach, wenn ihr jemanden habt, der sich in längerer Abwesenheitszeit sich um die Jorde kümmern kann, dann empfehle ich eigentlich, sie lieber abzubauen. Und dann wieder aufzubauen, wenn ich wieder da bin. Okay, heute die Schneemenge, die können wir noch problemlos auf dem Dach liegen lassen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Freue mich immer, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Ihr könnt uns auch einen Daumen rauf da lassen. Oder wirbt bei euren Freunden über Facebook für unseren Kanal. Ihr seid immer informiert, wenn es was Neues gibt bei Jordeland. Und erfahrt auch so den ein oder anderen Trick, wie kann ich mit meiner Jorde umgehen. Bis dann, ich freue mich fürs Zuschauen, euer Ralf. Von Jordeland.